Hallo liebe Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft, herzlich willkommen zurück auf der Felsbrunnen-Map. Ich habe mir gerade überlegt, wir könnten Zeit sparen und könnten den Helfer hier gleich mit dem Fendt wieder losschicken. Die Frage ist allerdings, was machen? Na, eigentlich wollte ich säen mit dem Vario, weil das macht ein bisschen mehr Sinn von wegen Wendigkeit und so weiter und das ist auch ein bisschen leichter. Aber ich könnte auch mit dem Fendt säen. Die Frage ist nur, das Problem ist ja, wir wollten hier dieses Feld noch ein bisschen erweitern. Wir wollten das hier noch mit dazu nehmen. Wenn ich das jetzt hier einfach nur diesen Teil hier sähe, dann geht das ja nicht mehr. Dann haben wir das ja nicht dazu genommen. Ist natürlich die Frage, ob wir das wirklich dazu nehmen müssen und ob wir das auch unbedingt im gleichen dann ansehen wollen. In der gleichen Dingsbums. Wie heißt denn? Ach, ihr wisst, was ich meine. Egal. Ja, eine andere Variante oder eine andere Möglichkeit ist, dass ich eine Mission suche und den Helfer eine Mission machen lasse. Na, das wollte ich ja auch schon immer mal testen, ob wir da jetzt dann tatsächlich Minus rauskommen oder nicht, wenn wir den Helfer eine Mission machen lassen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was es denn gerade für Missionen gibt. Transportmission, Düngemission, Düngemission, Transportmission, Düngemission, Dünge, Dünge, Düngen, 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 Ernten. Ach, immer noch die gleiche. Okay, das hat sich erledigt, da ist nichts dabei. Na, die Missionen, die ändern sich irgendwie auch nicht so schnell. Schade, aber ist wohl so, ne? Also, ja, gut, ist wie es ist. Ja, doch. Wir können theoretisch, ne? Theoretisch könnten wir diese andere Mission mit. Halt, das ist die falsche. Diese andere Mission mit den Fahrzeugen dann mieten machen und dann den Helfer einsetzen, aber ich weiß nicht, ob wir dann noch so viel verdienen würden. Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen ja dann auch den Metro bis zum Feld 9 hinterfahren, das ganz da hinten. Nee, das hat alles keinen Wert, ne, das können wir nicht machen. Dann muss ich ja, ne, das Problem ist, wenn ich jetzt hier mit dem Fendt hier gleich wieder einfahre, mit dem Heu, dann muss ich ja ständig rüber tappen und gucken, wie weit der Metro ist, ob der schon voll ist, ob wir den abladen müssen und so weiter. Das hat keinen Sinn. Vielleicht machen wir das später, wenn wir dann, wir könnten theoretisch dann den Fendt hier nachher, ich habe meinen Lenkrad noch nicht eingesteckt, aber das ist jetzt zum Glück kein Problem. Ne? Früher musste man den LS immer neu starten und ich weiß noch, ich hatte einige Lostburg-Folgen, wo ich im Anfang das Ganze nochmal neu starten musste, weil ich mein Lenkrad vergessen habe einzustecken. Jetzt ist das gar kein Problem mehr. Also das ist echt eine coole Änderung. Das gefällt mir wirklich sehr. Das kann ich auch nur oft genug betonen. Ne? Immer mal wieder sagen. Ja, wie gesagt, also ich glaube, wir machen das dann so, wenn wir nachher dann den Fendt hier mit der Sämaschine einstellen und das große oder das kleine Feld hier säen lassen, dann können wir die Trash-Mission nebenher machen. Das wäre noch eine Variante. Ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt direkt in eine Zeitraffer-Aufnahme über für den Start. Und wir holen jetzt von dem großen Feld Heu. Ne? Ich habe da schon einen Wagen geholt gestern und dann ist aber ja Feierabend gewesen. Und ja, wir haben noch das große Feld und dann noch hier diese paar Schlaufen hier. Schlauen ist das richtige Wort. So, ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt hier direkt mal eine Zeitrafferaufnahme und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme und bis gleich.
Die letzte Fuhre habe ich jetzt mal weggelassen in der Zeitrafferaufnahme. Ne? Wir hatten jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Fuhren drin in der Zeitrafferaufnahme. Dachte ich, es reicht auch irgendwann mal. Und ihr seht das, ich bin jetzt nochmal rausgefahren für so ein kleines bisschen Rest. Ne? So ein halber Schwad lag noch da. Haben wir natürlich auch noch eingesammelt, können wir nicht liegen lassen. Und jedes bisschen ist wichtig. So viel wie die Kühe fressen. Und die Pferde jetzt ja auch noch. Bin mal gespannt, ob die Pferde auch so viel Verbrauch haben wie die Kühe. Mal schauen. Ich habe sogar das Gefühl, dass seit dem Patch 1.2 der Verbrauch ein bisschen geringer geworden ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir schauen einfach mal ab. In den Patch Notes stand da natürlich nichts davon drin, aber es hieß ja auch, dass sie wesentlich mehr Kleinigkeiten noch gefixt haben, als in den Patch Notes drin standen. Und da könnte das ja durchaus sein. So, was wir jetzt noch mitnehmen müssen, ist natürlich nur das, was wir hinter dem Feld haben, dieser kleine Rest. Und ich dachte mir, das nehmen wir jetzt noch zusammen. Nehmen wir das noch mit auf und ja. Na, dann haben wir nochmal. Das Problem ist, ich habe ein bisschen in der letzten Folge ein bisschen Indoor-Ansichten gemacht vom Aufladen. Und Indoor-Ansicht im neuen Sinne ist nicht ganz so einfach in der Zeitrafferaufnahme, weil das alles sehr hoppelig ist. Ne? Ich habe jetzt schon die dynamische Kamera hier, die dynamische Fahrzeugkamera deaktiviert. Aber es hoppelt immer noch alles sehr, weil halt die Kabine so fährt oder der Flapper fährt und weil jetzt ja auch so ein bisschen Terrain-Ding hier drin ist. Ne? Terrain Control. Oder wie man das immer genannt hat im 17er, eine Ground Response, genau, Ground Response hieß das im 17er. Das ist jetzt ja auch serienmäßig mit drinne. Und das heißt, wenn ich jetzt hier über den Acker fahre, dann hoppelt das so ein bisschen, auch wenn ich über die Wiese fahre, hoppelt das so ein bisschen. Es ist sehr schwach, ne? Wenn man so normal spielt, dann merkt man das kaum. Aber wenn man halt auf einer Zeitraufaufnahme sieht, dann sieht man halt doch wieder ganze Drecke die ganze Zeit hin und her ein bisschen. Und ja, das ist ein bisschen schlecht für die Zeitraufaufnahme. Das habe ich im 17er auch nie drinne gehabt, aus eben diesem Grund, weil das für die Zeitraufaufnahmen nicht so toll ist. Und ja, deswegen weiß ich nicht, eine Indoor-Kamera-Zeitrafferaufnahme sind ein bisschen schwierig. Wir probieren das natürlich, machen das natürlich weiter. Jetzt kommen wieder bei Zeitrafferaufnahmen Indoor-Cam. Aber muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu schnell laufen lasse und so, halt, stopp, da ist er viel zu hoch eingestellt, der Tempomat. Hier hinten, da reichen 11 oder 12 km/h aus, wo es so uneben hier entlang geht. Na, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mehr in Zukunft oder ob wir das Feld noch ein bisschen erweitern, aber ich glaube schon, dass ich das nochmal mähen werde. Ich finde das schade, wenn man so viel Land quasi besitzt und das nicht wirklich verwendet, ne, über die neue Funktion, dass man nicht mehr nur Felder kauft, sondern auch das Land drumherum. Finde ich, ne, wenn man das schon hat, dann meldet man das auch nieder. Macht der ein echter Landwirt ja auch. Ne, der lässt auch nicht einfach seine Wiesen brach liegen. Von daher, ich denke mal doch, das melden wir auch wieder hin. Was mir auch aufgefallen ist, ne, der Ertrag ist riesenhoch. Ne, ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied spüren können zwischen dem Ertrag auf der Wiese und dem Ertrag nicht auf der Wiese. Ich weiß gar nicht, und ihr seht das ja, was das hier für riesengroße Schwaden gegeben hat. Mal angenommen, das wäre jetzt hier wirklich mit Untergrund und man könnte das düngen. Ich will gar nicht wissen, wenn ich da jetzt nochmal 2 Düngestufen drauf haue, wie viel das dann nachher wird, dann wird der Riesenschwaden. Also der Ertrag ist wahnsinnig hoch irgendwie im Gras. Und also ich hab eigentlich mir vorgenommen, dass ich die Wiesen nicht düngen werde. Weil das ist jetzt schon, ne, wie gesagt, die Schwaden sind jetzt schon so richtig groß und groß genug. Also ne, das kommt ja komplett ins Unrealistische, wenn ich da jetzt noch Dünger drauf haue. Ne, das ist, wenn so ist wie im 17er, dass jede Stufe Dünger 30% mehr Dings ist. Jetzt sind ja nochmal 60% mehr Ertrag, das ist ja, nee, also nee. Stell dir mal vor, der Schwaden hier wäre nochmal 60% größer. Und das ist ja hier, wo keine Wiese drunter ist, ne? Da wo eine Wiese drunter ist, wenn es immer noch so ist wie im 17er, dann kommt ja von jedem Mal mehr und automatisch die erste Düngestufe. Das heißt, da steht dann automatisch schon mal mehr. Ach ja, ne, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich finde das ist schon ganz schön heftig mit dem Grasertrag. Ich möchte mich ja nicht beklagen, es ist schon cool, wenn man schöne große Schwaden hat, aber wie gesagt, also Düngen ist da jetzt wirklich, wirklich nicht drin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind schon wieder fast voll, das ist unglaublich. Ja, jetzt fahren wir ein Stückchen in den Acker rein, machen wir einfach mal so. Na, da müssen wir jetzt dann eh nochmal dran und das Ganze ausflügen. Das ist unsere nächste Aufgabe quasi, hier mit dem Flug dran gehen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir da dann tatsächlich mal eine Zeitrafferaufnahme davon, das Feld hier erweitern mit dem Flug. Weil ich glaube, nach hinten erweitern wir es nicht, ne, da lassen wir einfach so ein bisschen Wiese, aber nach da drüben erweitern wir halt so ein bisschen, dass das alles eins ist, ne, dass alles zusammenkommt. So, jetzt passt das natürlich nicht alles auf einen Wagen drauf. Jetzt müssen wir wegen so ein kleines bisschen hinten nochmal herfahren. Ja, so ist das. Und ich fahre viel zu schnell. Warum sagt mir das keiner? Müsst ihr mir sagen, wenn ich so schnell fahre? Mensch, keiner sagt was. So. Dann fahren wir mal schön gemütlich rüber. Doch, ich mag meinen Hof hier. Ne? Wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ich mag meinen Hof hier mittlerweile tatsächlich. Und das mit dem Terraforming und mit den platzierbaren Objekten und so weiter ist schon cool, ne? Da kann man schon sehr viel sich so gestalten, wie man es möchte. Und ist schon lustig. Ich höre bis hier die Pferde. Also das mit dem Sound haben sie echt komplett verbockt, ne? Ich habe das gestern auch festgestellt. Da bin ich so gefahren hier und da war hinter mir ein Auto und ich habe nur das Auto gehört und nicht den Trecker. Also das ist, ja, nicht nur, dass die Sounds an sich komplett langweilig sind,
Und ne, das haben sie jetzt schon ein bisschen verbessert, wann die Sounds eingespielt werden, ne, mit Drehzahlanpassung und sowas. Und dass jetzt auch wirklich man ordentlich Vollgas-Sound kriegt und sowas. Und dass die Sounds jetzt auch bei den Anbaugeräten lauter sind und so. Das haben sie jetzt schon ein bisschen verbessert mit dem Patch. Aber die Sounds an sich sind halt doch noch ziemlich langweilig. Und ja, viel zu leise auch noch. Viel zu leise. Ne? Alle Umgebungssounds sind lauter als die Schlepper. Und das kann ja irgendwie so nicht angehen. Ich weiß natürlich, warum die das wahrscheinlich so gemacht haben, weil die ja sich Mühe gegeben haben, so viel Umgebungssounds reinzumachen. Und dann haben die gedacht, wir müssen das ordentlich laut machen, sonst merkt das keiner. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Man baut ja kleine Details, baut man ja ein, um das Gesamtbild stimmig zu machen. Ne? Also, ne, ich kann jetzt ja auch nicht hier, das sind lauter kleine Details zum Beispiel, hier vorne in der Armaturenanzeige, ne? Dass das alles beleuchtet ist und so. Das sind lauter kleine Details. Die machen das Gesamtbild stimmig. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, boah, wir wollen, dass die Leute alle sehen, dass die kleinen Details da drin sind und deswegen machen wir die Armaturenbeleuchtung jetzt so hell, als wäre es die Sonne. Geht ja auch nicht. Haben sie ja auch nicht gemacht. Und da, ne, die Ambient-Sounds, die jetzt überall drin sind, die das Ganze ein bisschen realistischer machen sollen und eben, ne, dass das einfach das Gefühl ein bisschen besser machen sollen auf der Map, dass man halt überall die Sounds hört. Das ist ja schon schön und gut. Aber das wird halt am ehesten dann realistisch und fühlt sich am ehesten dann gut an, wenn die Sounds so ein bisschen im Hintergrund sind, ne? Und nicht, wenn man die lauter als den Track hört, ne? Dann nervt das eher. Also, dann stört das und dann gehe ich hier wieder in meinen Einstellungsregler und mache die Environment Sounds leise, weil das irgendwie doof ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich am Pferdestall vorbeifahre, nur die Pferde höre und nicht mehr den Trecker. Naja, ich weiß nicht. Ist nur meine Meinung, aber ne, wenn das so gewollt ist, dass das alles so wahnsinnig laut ist, um eben auf die Sounds aufmerksam zu machen, dann finde ich das eine schlechte Wahl, weil dadurch wird man dann nur genervt von den Sounds und wenn das nicht so gewollt ist, dann ist erst recht irgendwie nicht so toll. Ja, ne, habe ich wieder gemeckert. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt den Ladewagen voll leer und wir sehen uns dann gleich wieder im Flug. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Flug ist jetzt am Vario dran und ja, wir brauchen das ordentlich 650 Kilo Gewicht hier vorne dran. Ich denke, wir bräuchten kein 650 Kilo Gewicht. Ich würde mal sagen, 400 Kilo würden locker reichen, aber es gibt leider kein kleineres im LS und deshalb haben wir jetzt so ein Riesengewicht am Vario vorne dran, aber ihr seht das, den drückt trotzdem hinten ein bisschen runter. Der Flug, der ist schon ordentlich schwer. So, und ja, na, der ist auch ein bisschen zu heftig für unsere kleinen Schlepper eigentlich. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, wir fangen mal da hinten an. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das am besten machen. Na, wir müssen auch nochmal überlegen, vielleicht sehen wir dann auch wieder ein bisschen was als Gras ein. Von daher, nee, das ist jetzt echt schwierig. Na, wir wollen ja hier auch Gras einsehen, ne? Wir wollen ja hier auch wieder Gras machen und ein Teil müssen wir aber auch, soll hier zum Feld werden. Wir machen das einfach mal so. Ich fange jetzt einfach mal von da drüben an, ne? Sagen wir mal ungefähr hier entlang, machen wir das jetzt hier einfach mal rüber. So. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Halt, das ist das Falsche. Hinten wollen wir absenken. So. Natürlich müssen wir hier noch aktivieren, aber ausgeklappt haben wir ihn ja jetzt, ne? Ja, ausgeklappt haben wir ihn. Gut. So. Ziehen wir einfach mal das hier rüber. Ne, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil wie gesagt, ich möchte hier Gras auch wieder anpflanzen. Und jetzt flüge ich aber trotzdem hier irgendwie bis an die Kante ran, oder? Oder wie mache ich das am besten? Und dann möchte ich hier Gras anpflanzen über das mit der Walze. Möchte ich das versuchen. Ich glaube, wir machen mal eine Zeitraffaraufnahme hier und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß, bis gleich. We'll be right back.
Dann wären wir wieder unten. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Na, ich habe hier das ganz schön ordentlich groß gepflügt, ihr habt das gesehen. Und jetzt habe ich hier außenrum Gras eingesät und jetzt werden wir gehen und werden uns einen Kredit aufnehmen. Und wir machen das einfach mal. Ne, Moment, wir hängen erstmal dieses Gerät hier ab. Jetzt am anderen, ne? Wir werden uns jetzt einen Kredit aufnehmen und dann werden wir uns diese Walze kaufen, ne? Wir brauchen die ja noch häufiger. Mein Lenkrad quietscht wieder. Ich hoffe, das neben dem Mikrofon nicht allzu sehr zu hören. Muss definitiv mein Lenkrad wieder ölen. Ja, wir werden uns diese Walze kaufen, weil wir werden die noch öfter brauchen. Und dann werden wir damit da entlang walzen. Und nach allem, was ich jetzt gehört habe, sollte das so sein, dass dann da Gras wächst. Ne? Also das ist ja so, wenn man mit der Walze irgendwo über den Acker drüber fährt, dann wächst da ja kein Gras drunter. Ne? Das haben wir ja schon festgestellt. Und das haben wir auch schon ausprobiert. Ne? Dann wächst da kein Gras drunter. Aber das Rezept ist wohl, dass man erst Gras ansät und dann mit der Walze drüber geht. Und dann verschwindet quasi hier die Bodentextur, aber das Gras wächst trotzdem. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Weil wir wollen ja das Feld hier als Feld haben mit einer ordentlichen Kante und trotzdem außen noch Gras haben. Ne? Und genau deshalb werden wir jetzt erstmal gucken, wie viel kosten jetzt die Walze überhaupt. Da müssen wir mal schauen, die ist hier bei ganz hinten diverses, diese Walze. Ach ne, ist sie aber teuer, 16.000. Aber wir, na gut, ist im Grunde das Leihen wäre richtig günstig, ne? Und nur 166 Euro pro Tag. Müssen wir jetzt gerade mal rechnen. 166 pro Tag, ja gut, das sind in 10 Tagen, das sind 100 Tage, ne? Das sind 100 Tage. In 10 Tagen wären es 1166 und in 100 Tagen hätte man dann die 1665. Da ist Mieten günstiger als Kaufen, definitiv, weil eine Arbeitsstunde ist zwar teuer, aber so viel brauchen wir die ja nicht. Ne? Wir brauchen die ja nur ganz selten so ein bisschen rollen, also da kommen kaum Stunden beisammen und die Kosten am Tag, die sind echt richtig gering. Da ist Mieten echt günstiger, als wenn wir das kaufen. Aber natürlich habe ich nicht mal zu Mieten genug Geld, weil wir im Minus sind und müssen wir erstmal... Ne, aber ich habe mich doch da jetzt nicht verrechnet. Das ist doch so, oder? Halt, da waren wir schon richtig. So. Jetzt können wir das Ganze mieten. Ne, also wenn die 16.000 kostet... Meinst du, als wenn es 50 Tage ist? 50 Tage sind frei viel. Naja, wir schauen mal. Vielleicht habe ich mich verrechnet. Dann könnt ihr mir in den Kommentaren sagen und dann geben wir das Ding nochmal zurück und kaufen das doch. Aber so wie ich das sehe, ist Mieten deutlich günstiger als Kaufen in dem Fall. So, wenn das nämlich so funktionieren würde, dann wäre das ziemlich cool. Ne? Dann könnte man quasi das Giants-Gras wieder hinmachen, so wie es hier standardmäßig überall steht. Indem man eben pflügt und dann sät und dann mit der Walze drüber geht. Ja, wenn man jetzt nur pflügt und sät, dann hat man halt das Problem, dass man den Untergrund hat vom ganz normalen Acker. Und der wird ja so grasgrün, das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, dass der Helfer das halt als Acker erkennt. Und wenn man dann Helfer in der Nähe einsetzt, dass es dann unter Umständen ein das ganze schöne Gras wieder umgekrubbert wird, so wie es uns passiert ist. Und das nächste Problem ist natürlich, dass dann, soweit ich weiß, auch Unkraut wachsen kann. Und das wollen wir natürlich auch nicht, dass überall plötzlich Unkraut rauskommt. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht aussehen würde an manchen Stellen, wenn da einfach Unkraut stehen würde. Aber wie gesagt, da wo eben der Helfer in der Nähe ist, da macht das keinen Sinn. Und wenn wir quasi Feldgrenzen neu abgrenzen wollen, dann ist das... Ist es gut, wenn wir die Blattwalzen. Und genau das machen wir jetzt. Und dann können wir auch fast schon das Wachstum wieder anstellen und können mal schauen, was dann passiert. Ne? Also theoretisch sollte dann der Gras wachsen. Ich denke mal, wir werden dann davor noch Terraforming betreiben auf den Wiesen, bevor wir Wachstum wieder anmachen, dass ich die Unebenheiten eben sehe. Dann können wir aber theoretisch das Wachstum wieder anmachen und im Winter sollte eigentlich eh nichts wachsen auf der Wiese. Es wächst dann aber trotzdem was auf der Wiese. Wobei, wir warten eh nur eine Wachstumsstufe ab. Ne? Wir warten eine Wachstumsstufe ab und dann machen wir das Wachstum wieder aus, weil dann ist ja Winter und dann wächst das nicht mehr weiter. Ne? Und erst im Frühling machen wir dann die Wachstumsstufen wieder an. So ist zumindest mein Plan. Schauen wir mal. Ne? Und das nervt echt mit dem quietschigen Lenkrad. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm auf dem Mikrofon. Aber das Mikrofon steht noch ein bisschen näher da, als ich es bin. Von daher, das könnte schon nicht so ideal sein. So, jetzt versuchen wir das einfach mal. Erstmal klappen wir das Ding aus. Dann lassen wir das Ding hier abhängen und dann schauen wir einfach mal, indem wir jetzt hier entlang rollen. Na, wir wollen keinen riesenbreiten Feldrand hier mit Gras bewachsen haben, sondern nur so ein kleines bisschen Rand. Und hoffen wir mal, dass das so klappt. So, eine Einstellung haben wir jetzt letztes Mal schon geschaut, kann man da nicht wirklich was. Man kann das Ding auch nicht an- oder ausmachen oder so. Moment mal, warum steht da hier Fahrtrichtung umschalten mit Ö? Ach so, das ist mein, richtig, das ist mein, eigentlich ist das auf der Leertaste, warum ist das auf Ö? Space. Leertaste, keine Ahnung, das ist vom Shuttle Control. So, und wenn ich hier drüber fahre, dann macht das Gras hier auf die erste Wachstumsstufe zurück. Das wächst aber hoffentlich dann wieder. Na, hier kommt auch irgendwie das Gras auf eine Wachstumsstufe zurück oder sowas. So, und dann fahren wir einfach mal hier so entlang. Na, und das gibt dann nachher so eine schöne Feldgrenze, sollte es zumindest geben. Hoffe ich mal.
Bin mal sehr gespannt, ob das klappt. So. Na, wie gesagt, wir wollen hier echt nicht viel haben. Wir wollen hier nur so eine kleine Grasgrenze haben. Wo dann so ein bisschen Gras wächst. Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, als wir es jetzt machen. Weil eigentlich würde das auch schon ausreichen, ne? Wenn da jetzt wirklich Gras wächst auf diesem breiten Ding, das wäre schon ziemlich ausreichend eigentlich. So, jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig fahren, dass wir die Kurve auch schön mitkriegen, ne? Und nicht zu weit reinwalzen da drüben. Ja, doch, das war eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. So, hier machen wir das dann auch. Und da hinten hinterm Stall kommt dann ein bisschen mehr. Okay, hier müssen wir nochmal ein bisschen zurücksetzen. Das versuchen wir jetzt hier nochmal. Na, da nehmen wir ein kleines bisschen mehr mit. Ne? Da war die Kurve nicht scharf genug. So. Hier wollen wir definitiv so ein bisschen mehr mitnehmen. Dann geht zum Pferdestall hin. Und da ist jetzt halt leider so, dass die Walze so breit ist, wie sie ist. Deswegen habe ich auch so breit Gras eingesät. Und damit einfach so einen breiten Grasstreifen hier hinten entlang. Na, zur Not können wir dann das Feld nochmal ein bisschen größer pflügen. Na, das ist alles ein 3-4-Schritt-Vorgang hier. Na, dann können wir das Feld wieder ein bisschen größer pflügen, wenn wir wollen. Und dann da eben dann wieder Weizen einsehen oder sowas, je nachdem. Ja, ne? Aber so auf die Art und Weise kommen wir da hoffentlich hin, dass das am Ende klappt. Und wenn das hinhaut, dann machen wir hier diesen ganzen Bereich, der hier so hässlich aussieht, auch noch. Aber jetzt probieren wir das erstmal aus, ob das hinhaut. Na, und ich habe mir überlegt, ob wir hier das alles einsehen sollen, so Gras, was jetzt hier so rausschaut. Aber ich habe gedacht, wir pflanzen das jetzt einfach mal an mit Getreide für dieses Jahr. Können wir dann immer noch im nächsten Jahr machen, wenn das so ein Dreschen irgendwie blöd ist. Natürlich mit dem Helfer ist das nicht so ideal, aber ich fahre den Drescher eigentlich ganz gerne. Und deshalb, ja, finde ich das Ganze in Ordnung so. Und dann muss ich halt den Teil manuell dreschen und für den Rest kann man dann den Helfer einsetzen. Da habe ich kein Problem damit. Und das ist jetzt eigentlich ein schöner Acker so. Ne? Ich finde, das ist ein schöner Acker nochmal so hier runter. Theoretisch könnte man hier unten das hier einsehen, ne? Das was jetzt hier so, diesen krummen Teil hier, ne? Ab hier quasi könnte man das Wald abtrennen, da wo es hier eh so ein Berg runter geht. Dass man das noch grün macht. Oder man macht eben tatsächlich ab hier. Dass man ab hier rüber macht und dann hier irgendwie das hier noch ein bisschen weiter mit dazu nimmt zum Acker. Ich weiß es nicht, aber na, warum nicht so machen, wie es jetzt ist. Und so, ich hoffe mal, dass jetzt hier überall ein bisschen Gras wächst. Das wäre zumindest da mein Vorhaben. Denn jetzt, nee, da biegt eh ab. Wollte ich gerade sagen, jetzt ziehe ich dem ganz frech hier raus. Aber nein, wir haben hier eh abgewogen. So. Gucke ich mal, ob ich noch irgendwo was vergessen habe oder so. Aber ich glaube, das kommt so ganz gut. Ja, weil das mit dem platzierbaren Gras, das war schon ein bisschen umständlich. Und wenn das so machbar wäre, dann ist es vielleicht ein bisschen genauer machbar. Na, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob hier wirklich was wächst an dieser schmalen Kante oder ob wir die noch ein bisschen breiter machen müssen. Schauen wir einfach mal. Aber wenn die so schmal wäre, natürlich schön. Denn echt fliegt man ja schon auch relativ dicht dran. Ne? Da, wenn man den Weg und alles einem gehört, dann macht man da jetzt nicht 50 Meter Grasstreifen dazwischen. Das lohnt sich ja nicht. Ja, also, so. Jetzt machen wir das mal so. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Terraforming. Seid drauf auf und bis gleich. So, und da wären wir wieder zurück und jetzt habe ich da das Ganze schön eben gemacht. Wir können uns das gerade mal anschauen. Ein Problem haben wir natürlich, ne, dass das Gras entfernt wurde. Das habe ich ja vorher auch gewusst. Und das dürfen wir jetzt auch alles noch pflügen. Das machen wir aber keine Sorge nicht in der heutigen Folge. Hier ist noch so eine kleine Unebenheit. Ne. Problem ist halt, ich habe die nicht so ganz rausgekriegt, die Unebenheiten. Hier, ach, das sind noch einige. Das müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal probieren. Müssen wir nochmal probieren hier, ob wir, da sind wir wieder an der falschen Stelle. Da wollen wir hin. Müssen wir nochmal probieren, ob wir hier nicht noch ein bisschen besser das hinkriegen. Na, halt nur noch sehr uneben Unebenheiten. Das Problem ist, das macht das nicht so wirklich eben hier, weil da heißt das Terrain kann nicht angepasst werden, weil wir schon zu dicht an der Straße sind. Und ich kann das hier wohl ein bisschen größer machen, aber dann, ne, es frisst einfach nicht, weil wir hier zu dicht an der Straße sind, ne. Yep. Das ist hier überall, da geht es noch ein bisschen, aber ihr seht das, ne, hier wo der Mauszeiger ist, da macht es noch, aber hier draußen, da macht es halt nicht mehr, weil es zu dicht an der Straße ist. Und diese Kanten hier, die sind zu dicht an der Straße, deswegen kommen wir da nicht bei. Ja, ist schade, ist wohl so. So, dann gucken wir mal, wie die Kanten auf der anderen Seite aussehen, beziehungsweise da oben. Ob wir da vielleicht, na, da ist auch das Problem. Ich konnte da ja noch mähen, ne? Aber mit dem Terraforming-Tool heißt da gleich, wir sind am Rand angekommen, ne? Hier oben. Da konnte ich ja noch mähen, ihr seht das ja, da ist das krass kürzer, aber da konnte ich schon nicht mehr terraformen, ne? Da hat es halt immer noch so ganz heftige Kanten drin. Aber wenigstens ist es ein Meter weiter innen ein bisschen gerader. Müssen wir halt in Zukunft, ich hätte das wirklich gerne bis hier hoch gemacht, ich könnte ja gerade noch mal schauen, ne, wenn wir hier in die Karte gucken, auf X,
Na, wie weit das hier geht. Na, das hört irgendwie hier schon hier auf. Na, es wäre cool, wenn das hier noch ein bisschen so nach da oben gegangen wäre. Aber da hört das leider auch schon auf. Das heißt, dieser Teil, der gehört eigentlich gar nicht mehr uns, dieses komische Eck da oben. Ist natürlich schade so, aber das ist so ein bisschen schade, dass man so sehr limitiert ist. Ne? Im Idealfall wäre das so, dass man quasi terraformen könnte bis an die Kante plus noch ein kleines bisschen was. Ne? Das quasi, wenn ich mit der Maus zeige und mit dem Terraforming-Tool hier, ne, wenn ich da mit diesem Tool hier, wenn ich da jetzt hier an die Feldkante quasi rangehen würde, ne, ihr seht das jetzt, sobald hier dieser komische Kreis ein bisschen nah an die Feldkante drankommt, ne, nur ein Millimeter, geht das Terraforming schon nicht mehr. Und das Problem ist halt, ne, ich kann jetzt nur noch im Grunde, was in der Mitte ist. Ne? Was in der Mitte vom Kreis ist, kann ich gut terraformen. Sobald es weiter rausgeht an den Kreis, wird das schwächer. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Kante hier bearbeiten möchte, die ja noch in meinem Land drin ist, bearbeitet es die halt nicht, wenn ich hier bin. Die bearbeitet nur, wenn ich hier bin, ne? Wo quasi halt die Mitte von dem Kreis ist. Und auch den Kreis kleiner machen, das bringt nichts, ne? Das macht es auch nicht besser. Jedenfalls, ja, wenn ich quasi so weit raus könnte, dass ich mit dem Mauszeiger noch in meinem Feld bin, aber mit dem Kreis schon ein bisschen draußen, das wäre ein bisschen schöner. Ich weiß, realistisch weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn man irgendwie an der Grenze was bearbeitet, ne, dann macht man es ja auch nicht so, dass man nur auf seiner Seite was macht, dann tut man auch beim Nachbarn ein bisschen anfüllen oder abbaggern oder sowas, dass halt ein gerader Übergang ist. Ne. Natürlich muss man davor den Nachbarn fragen, aber ne, deswegen, das wäre ein bisschen einfacher zu handhaben. Hier ist es gar nicht schlecht gelungen, ne. Hier haben wir es geschafft, dass wir es schön ein bisschen eben gemacht haben. Und ich glaube, drüben auf der anderen Wiese, da ist es auch gelungen, dass wir es ein bisschen ebener hingekriegt haben. Muss das natürlich alles pflügen, vor allem an hier solchen Stellen, wo man eigentlich gar nicht pflügen könnte. Und das alles wieder einsetzen. Oder ich versuche, dass ich hier oben vielleicht tatsächlich mit dem platzierbaren Gras irgendwie ein bisschen Gras hinmache. Mal schauen. Mal gucken. Vielleicht kann man das platzierbare Gras auch noch ein bisschen fixen, dass es ein bisschen besser ist. Na, im Moment ist ja das Problem. Ich kann das ja gleich mal zeigen noch. Wenn wir hier reingehen in das platzierbare Gras. Ne, das ist unter Diverses, war das. Na, jetzt hier machen wir mal den 2x2 Meter Dinger hier. Und dann gehen wir jetzt hier mal ein bisschen da, wo Licht ist. Na, da gehen wir jetzt mal hier hin, um das zeigen. Na, ihr seht das, wo meine Maus ist. Ne? Und jetzt drücke ich hier mal drauf. Und ihr seht das, wo das Gras platziert wurde. Ne? Das Gras hat jetzt hier so ein Dreieck hier hin platziert. Hier. Und meine Maus war an dieser Stelle hier. Ne? Also jetzt ist wieder hier meine Maus. Das Gras ist da oben. Ne? Jetzt ist ein bisschen mehr wie ein Viereck, aber es ist halt. Na, man muss echt abschätzen, wo ist das Gras jetzt, wenn ich hier so entlang mache. Ne? Dann seht ihr, ich kann da so ein Gras platzieren. Aber jetzt habe ich es wieder zu weit hoch platziert. Es ist nicht so leicht, es ist nicht so einfach, damit umzugehen. Vielleicht kann man das noch anpassen, dass die Area ein bisschen größer wird. Und ne, es geht schon, ne, wenn man so angefangen hat und sich langsam rantastet, dann weiß man, wo ungefähr das Gras sein wird, wenn man das so hinmacht. Aber es ist eben weit entfernt von dem 2x2 Quadrat, das man ideal platzieren kann. Und man hat jetzt auch überhaupt keine Objekte als Referenz oder sowas. Es sieht nicht ganz schrecklich aus, ne, es geht. Ich kann jetzt auch hier nochmal entlang pflanzen. Und ich muss mal gucken, ich glaube, das muss man nachher entfernen aus der Career Safe Games oder aus der Weg XML oder irgendwie sowas. Aber ich kann das ja nicht mehr verkaufen und das sind jetzt irgendwelche Placeables, die hier alle sind. Und wenn die da alle bleiben, dann haben wir das Problem, dass die Placeables das Spiel relativ langsam laden lassen. Ne? Ich habe das schon. Objekt kollidiert mit einem anderen Objekt. Okay, so dicht an der Straße können wir also nicht platzieren. Ja. Naja, also wie gesagt, das ist nicht so ideal, aber vielleicht verwenden wir das dann da drüben oben. Mit dem kann man halt keine schöne Feldkante hier entlang setzen oder sowas, weil es halt irgendwie immer so ein bisschen dingsig ist. Na, ihr seht das auch hier, diese Kante ist einfach nicht so schön geworden, weil es ist ein bisschen unberechenbar, das Ding. Ja, vielleicht kann man das noch ein bisschen berechenbarer machen. Das wäre natürlich cool, dann könnte man damit das Ganze ein bisschen besser gestalten. Aber vielleicht können wir es auch ein bisschen größer machen und dann einfach hier oben großflächig hin platzieren, dass wir hier da oben nicht fliegen müssen. Gucken wir mal. Ich würde mal sagen, das ist ein Fall für die nächste Folge. Und wir laufen heute mal wieder in das Haus rein als Folgenabschluss. Können wir doch mal machen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.